Ich muss sagen, ich bin nicht so ganz sicher, ob diese Kombination geil ist. Ich werde mich vielleicht eines Besseren überzeugen lassen. Und zwar wäre das Original Karamell Popcorn Kernmix. Hallöchen erstmal, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Das Werthers Popcorn mit Brezel gehört zu den geilsten Süßigkeiten, die es in Supermärkten zu kaufen gibt. Video auf meinem YouTube-Kanal. Wirklich der absolute Obershit. Es wären auf jeden Fall in einer Top-10-Liste der geilsten Süßigkeiten, die es gibt. Das Werthers Original Karamell Popcorn Kernmix könnte eventuell auch in so eine Richtung gehen. Davon möchte ich mich jetzt hier überzeugen. Das ist nämlich Popcorn mit 16% Sonnenblumenkern und 10% gehackten Kürbiskernen mit Sahne-Karamellüberzug 61,2%. Also wenig Popcorn, liegt aber ganz einfach daran, dass Popcorn halt voluminös ist, aber halt nichts wiegt. Deswegen ist der Anteil von Mais eher gering. Ja, die empfehlen natürlich auch direkt das Brezel-Popcorn, nicht ohne Grund, sage ich euch. Und die Zutaten: Zucker, Sonnenblumenkerne, Mais, gehackte Kürbiskerne, Glucose, Butter, Reinfett, Sahne 5,5%, kondensierte Süßmolke, Butter, Salz, Rohrzucker, Sonnenblumenöl, Emulgatoren, Lecithine und Aroma. Aroma ist auch drin. Das Geile an dem Werthers Original Popcorn war, dass der Überzug wirklich wie Werthers Original schmeckt. Und seien wir ehrlich, Werthers Original sind großartig. Da gab es ja damals auch noch so eine wunderbare Werbung in so einem Tante-Emma-Laden. Jetzt muss ich allerdings gerade feststellen, dass ich das Messer vergessen habe, womit ich die Tüte aufschneiden wollte. Deswegen muss ich jetzt leider noch mal kurz Pause machen. So, denn ich muss immer so ein bisschen Multitasking-mäßig fahren. Ich versuche dann immer hinten die Packung aufzuschneiden, dass ich sie oben nicht einreißen muss, damit ich noch Fotos davon machen kann. Für eventuell TikTok. Ich hoffe, ihr folgt mir dort schon. Oder andere Sachen. Es riecht nach Karamell, aber es kommt ganz krass wirklich auch so ein Kerngeruch durch. Und es sind nicht wenige, wie gesagt, insgesamt zusammengenommen 26%. Das ist definitiv nicht wenig. Kann ich euch hier mal eben noch zeigen mit der anderen Kamera. Das geht immer ein bisschen. Hier könnt ihr sie jetzt sehen. Wir blendet gerade das Licht ein bisschen. Machen. Gehen wir einfach hier rüber. Ja, also wirklich reichlich voll mit Kernen dran und dann eben diesem dicken Karamellüberzug. Man merkt auch, dass da ja, reichlich drumherum ist. Also sieht wirklich gut aus. Und aber es riecht ein bisschen, also dieser, ich glaube, es gibt Leute, die mögen ja so Saaten nicht. Warum auch immer, ich liebe es. Vor allem Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne, alles geil. Aber es hat auch so einen ganz eigenen Geruch, den muss man, glaube ich, auch mögen. Boah, hört ihr das schon? Wie knusprig es ist. Ihr habt übrigens die Nährwerte. 474 Kilokalorien, 46,9 Gramm Fett, 43 Gramm Zucker und sogar 5,2 Gramm Eiweiß, vermutlich durch die ganzen Kerne. Super lecker, super knusprig. Wirklich auch ein schöner Karamellgeschmack. Es ist zwar Aroma drin, vielleicht ist es ein bisschen Karamellaroma, vielleicht ist es aber auch nur Vanille oder sowas, ich weiß es jetzt nicht. Ich will aber sagen, selbst wenn Karamellaroma drin ist, ist das eher dezent. Das meiste kommt wirklich von gut gemachtem Karamell. Das ist super lecker. Gucken wir, ob wir irgendwie was finden, wo wir hier. Hier sieht man nochmal richtig schön die Kürbiskerne dran und alles. Toll. Man schmeckt das auf jeden Fall schon. Die Saaten. Aber am meisten kommt der Karamellgeschmack durch und da hat man eben dieses Knusprige auch von dem Popcorn, aber hauptsächlich Crunch, dieser Zucker von dem Karamell. Und die Saaten geben so ein bisschen Geschmack dazu. Mega lecker. Für mich persönlich nicht so geil wie die mit Brezel, aber Brezel hat man dieses süß-salzig noch dabei und diesen Brezelgeschmack, der ist einfach abartig gut. Aber trotzdem, wenn ihr Sonnenblumenkerne mögt, Kürbiskerne und allgemein die Werthers gut fandet, dann kann ich es euch sehr empfehlen. Probiert sie gerne mal aus und falls ihr sie probiert habt, dann schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare. Ich danke euch und sage ciao, bis zum nächsten Mal.